Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert, wie die Level ungefähr aussehen, was mich erwartet. Und ich muss sagen, eieieiei, anstrengend. Creatures are under attack. Ich muss auf jeden Fall die Riese da stoppen. Und ich hoffe, es funktioniert. Es sind nämlich einige. Da kommen wir noch mal. Na gut, da konnte ich jetzt nichts machen. Ups. Mit dem habe ich jetzt eher weniger gerechnet. Dankeschön. Ah, das ist die verbuggte, die ich gesehen habe. Die ist nämlich mehr hier auf dem Bereich. Deswegen ich da jetzt ein Sandwich nehmen. Sehr schön. Ich sollte natürlich so viele wie möglich mitnehmen von einer Riese, damit ich nachher keine Schwierigkeiten habe. So. Ein paar dürfte da jetzt noch leben. Die Indie-Fallen mache ich mir nachher zunutze, die noch da sind. Die hier. Gucken wir das Ganze erstmal an. Die hier mache ich mir auch noch zunutze. Ansonsten habe ich alle Riese erwischt. Sehr schön. So. Dann. Da war doch irgendwas mit Lavafalle, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist eine. Da ist eine. Dankeschön. Der arme Imp. Verdammt, hat nicht mehr ganz gereicht. Plopp. Es wäre am sinnvollste eigentlich die Imps, nicht die Imps, die Zwerge darüber zu schicken. Auf die andere Seite, aber so geht's ja auch. Der Grafikfehler liegt am Spiel, nicht an mir. Das ist ja ein uraltes Spiel. So. Ach so, da ist es. Okay, das war direkt. So. Gut, der Imp ist weg. Die Vampire sind da, das ist gut.
Erstmal hier. So, oh nein. Ich muss die irgendwie da rauslocken. Wie viel Platz habe ich da? Da könnte ich im Prinzip die Hühnerfarm später größer machen. Oh, die sind viel zu nah dran. Ich habe hier drei von deiner Zwerge, die mich nerven können. Ich muss hier irgendwie Platz machen. Ich muss die irgendwie da rauslocken. Irgendwie da rüber. Ja. Ja, kommt her, kommt her. Sehr schön. So. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Ich nehme die gleich auf. Wie lange brauche die noch für 1020 Gold? So, ja, so könnte ich es machen. Dann machen wir das da weg. Mache die Schatzkammer hier drumherum. Saftarsch. An sich brauche ich eigentlich nur einen kleinen Trainingsraum, aber ich will halt schon. Hat der das Gold jetzt aufgenommen? Gut, dann machen wir es anders. Doch. Den jage ich nämlich da nach hinten. Zwar. Der da unten ist auch relativ nah dran. So, jetzt ist der relativ weit weg. Und die können da weitermachen. Jetzt ist da noch einer. Was ist das für Lightning Strike? Okay. Also werde ich das nie schaffen. Oh, die sind Level 3. Ich weiß, wie ich es schaffen kann. Ich weiß, wie ich es schaffen kann. Ich brauche ja jetzt theoretisch
hier in der Bibliothek müsste ich aufmachen. Hier an der Hühnerfarm ist sinnvoller. So. Dann mache ich hier auf. Dann kommen schon mal die ersten Zwerge, die hier auf dem Gebiet sind. So. Die sind Level 3. Fast 4. Ihr kommt wieder hier rüber. So, da ist jetzt noch einer. Habe ich mir gedacht. Your gold reserves are running low. Die müsste jetzt dann eigentlich... Da ist der erste, der zweite kommt, der dritte hat noch keinen Bock. Okay. Your creatures are under attack. Das war ein Fail. Komm. Du Saftarsch. Du Saftarsch, hausch mein Dungeon-Herz. So. Oh, verdammt. Aber. Das kann ich mir jetzt zunutze machen. So. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Oh, verdammt, nur zwei. Das ist der Zauber. Okay. Der eine geht dahin. Ich muss jetzt abwarten. Ne, ich muss beide hinschicken. Verdammt. A new spell has been researched. There is nothing left to research. Fuf. Da ist Fuf. Passt so schön, das sieht so schön aus, das Rote. Manchmal mag ich die Vampire. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Dankeschön. So, drei sind schon mal weg. Ich muss schauen, dass ich da hoch, irgendwie da hochkomme, um das Ganze für mich einfacher zu machen. Ich kann noch einen Imp holen, das ist gut. So, du machst das. Dankeschön. So, so ist für mich einfacher, hier hinzukommen. Genau euch zwei will ich. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy.
Nein, aus. Du weg, du da. Und du verschießt gleich deine Munition. So, puff. Der hat Leuchtstäbchen gefressen oder hat's im Arsch stecken? Hoppla. So. Jetzt muss ich gleich meine Imps da ans Gold oder schicken, aber vorher möchte ich den da noch boykottieren. Ja, dich. Du hast mir nämlich Gold geklaut. So. Jetzt habe ich es einfacher. Jetzt kann ich aber auch hier immer wieder zwei, drei herschicke. Das macht mir nämlich die Sache ein bisschen einfacher. Da kommen schon die erste. Ich habe gerade gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Na gut, doch. Tut euch dahinter aus. Jetzt sind nämlich hier hinter ein paar Leutchen. Okay. Dass die da jetzt gerade hängen, macht's für mich einfacher. Hoppla. Das wilde Mausklick ist bei mir. Dann hüpfe ich hier mal drüber. Nein, ich will nur einen von der. So. Gut. Die sind schön weit. Nein, du kriegst noch keinen. Halt, andersrum. So rum. Das, was ich nämlich, upla, dummerweise falsch gemacht habe, war. Dass ich die Brücke gar nicht brauche. Ich soll, muss einfach nur da, wo es Gold ist, die Juwele, eine Schatzkammer hinbauen. Dann bin ich komplett abgesichert. Das ist mir aber zu spät eingefallen. Da waren die schon alle unterwegs. So, den einen noch. Gut, kriege ich noch einer. Zwei wäre auch nicht schlimm. Weil den einen kann ich dann nämlich damit schön ausbremsen. So. Gut.
Weiter im Text. Ich brauche 1500 Gold für den einen der Vampir. Sogar ein bisschen mehr. Nimm mal die drei wieder mit. Ah, noch nicht ganz. Sehr schön. So, jetzt kann der. Ah, der hat Hunger. Dann mache ich die zwei dahinter auch gleich noch. Und dann baue ich da eine schöne große Schatzkammer hin. Machen wir ein paar Imps. So. Zwei hoch, zwei rüber. Das Eckchen noch. Dann muss ich den dann noch wegmachen. Okay, da wollte die nicht. Gut. Und du musst da. Ich baue noch nix. Ja, darfst du ruhig machen. So, kurz erhole. Du da weitermachen. Und damit habe ich mich ein bisschen abgesichert. Was sagt der Payday? Oh, Payday-Knopf. Ich brauche ja nur, wie viel? 12? 30, 9, 12, ja. Ja, lauf du nach Ende. Jetzt muss jeder eben auf jeden Fall... Gehorsam habe ich nicht. Ich könnte die eben natürlich jetzt trainieren lassen auf 3, aber das bringt mir gar nichts. Nur Zeitverschwendung. Was denn das jetzt für ein Ding? Auch ein kleines Eintagsfliegchen. So. Gut, die sind ja relativ... Kann ich das dann machen? So. Gut.
9, 10. Elf. Zwölf. Ihr sollt alle dahin. So. Damit habe ich jetzt einen riesen Vorteil. Da passiert jetzt eigentlich nichts mehr. Handwerkskammer habe ich natürlich keine. Wie sehen die aus? 5 und 5. Beide glücklich, sehr schön. Die sollte aber, wenn es geht, auf Level 7 kommen. Das heißt, ich beschleunige das Ganze. Noch zwei Ticke mehr. Okay. Machen wir nochmal zwei Stufe. Nach links und nach rechts. Let's go! So. Jetzt sind die Zwerge alle weg. Ich soll jetzt erstmal alles einnehmen. Und die müssen auf Level 7 kommen. Ein Imp tut wenigstens einnehmen. Das ist schon mal gut. Zwar ein bisschen fragwürdig, aber. Ah, Level 7. Jetzt rennt er nach hinten. Jetzt sind es zwei, sehr schön. Noch einer mehr. Wie das aussieht auf der Karte. Jetzt ist leider nur einer, aber jetzt sind es eine ganze Menge. Verdammt. Jetzt war das so schneller als ich. Fast Level 8. Dann lassen wir das auf Level 8 kommen. Halt. Oh, wo kommt denn das her? Und du? Komm schon. Danke. So. Die tun jetzt eigentlich alle Verstärke. Ja, dachte ich mir. So. Dann mache ich es mir einfacher. Your minions
So. Hey! Dann halt so. Das war jetzt im Vergleich zu den anderen Level wirklich verdammt einfach. Sieht genial aus, muss man echt zugeben. Kleine Disco. Bin mal gespannt, was jetzt gleich alles verstärkt wurde. Naja, fast alles. Gut, damit war das Level Surround. Und ja.